Ein herzliches Willkommen zu LS22 beim Projekt Farmers Zauberbuch hier auf der Elmkrieg. Ja, es geht weiter, liebe Leute. Ja, der Mitarbeiter, der da war, ist nicht mehr bei uns. Haben wir beim letzten Mal festgestellt. Wir haben uns hier den Autoload-Anhänger geholt. Da ich sonst gar nicht mehr um die Runden komme, ich das allein nicht mehr bewerkstelligen kann. Wow, 40.000 Liter, das schmeckt, Leute. 40.000 Liter. Gut, machen wir das Ding mal zu. Können wir das überhaupt sehen? Ja. Gurte haben geschnackelt, ich hab's gehört. Dann ab zur Bäckerei. Okay. Keine Kapazität mehr für Erdbeeren. So, dann gucken wir mal in die Verkaufsliste. In die App gucken wir kurz. Wer hat denn hier Arbeit? Oh, Weizen. Scheiße, ich habe die Zeit verpasst. Nee, ist noch. Dezember ist soweit. Erdbeeren. 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 Dann haben wir im Restaurant. Oh, 408. Und auch Bäckerei. Bäckerei hat keine Ding mehr. 408. 416 Jonas Farmers Market. Johnson's Farmers Market. Da fahren wir hin. Das nehmen wir mit. Er muss derzeit einmal durchgehupt, hupend durch die Stadt gefahren. Oh, knapp gewesen. Doch mal lieber langsamer fahren. Beinahe hätte man Segelflieger gemacht heute. Oh, da hätte der Lenny wieder Arbeit gehabt zum Aufstellen. Da was passiert wäre. So Leute, dann ladet mal ab. Wir haben es eilig.
So, 16.000, ja. Nicht viel, aber mitgenommen das Geld. 16.000 ist 16.000. Das geht, schmeckt. Jetzt werde ich erstmal zu der Mehlproduktion hinterschauen. Ja. Das dachte ich mir bereits. Das dachte ich mir bereits. So, jetzt muss ich kurz mal. Na? Jetzt muss ich kurz mal hier zum Herrn Letzers springen. Oh, wow, wow, wow. Ich weiß nichts. Ja, da hätten wir jetzt gleich mal ein bisschen einen Überblick über seine Produktionen. Hey, hat der auch Gewächshäuser? Oh, Zucker ist rappelvoll. Da hat er noch 15.000 Liter drin, aber Zucker ist rappelvoll. Gewächshäuser hat er direkt verkauft stehen. Aber in sein Zucker ist rappelvoll. Das müssen wir noch schnell machen. Oh, das war eine ordentliche Session. Ja, du, ich habe jetzt schnell Ersatzschlüssel geholt vom Flo, sein LKW. Die Mehlbude war ja komplette LKW voll. Die Zuckerfabrik unten ist rappelvoll. Rappelvoll. Oh Gott. Komplett. Da wundert es mich nicht mehr, dass bei uns nichts mehr nachkommt. Das ist rappelvoll alles. Ja, mein LKW ist ja zum Glück halb voll, mein Brummi. Das gefällt mir schon mal.
Ja, weil ich so fleißig war und schon bei mir so viel abgeleert habe. Also meine Oh Gewächshäuser ja. sind jetzt definitiv leer. Flo, seine Ja. Gewächshäuser sehe ich über der App bei ihm, die stehen auf Direktverkauf. Also es dürfte auch Oh, okay. passen. Ich habe jetzt gerade hier Mehl runtergefahren zur zur Bäckerei. Warte mal, Bäckerei. Wo brauchst du denn noch Hilfe? Ich wäre eigentlich Brauner mit meinem bei durch. Null. Spring mal über die. Nimm mal die Ersatzschlüssel, die Ersatzrechte von. Ja, was heißt Ersatzrechte? Ich würde sonst mit meinem eigenen Promi machen, ne? Ja, spring du mal zum Flur auf die Map, auf dem Hof auch. Dass man unten dann. Dann kannst du schon mal beim Zucker anfangen, weil es ist so brutal. Ach ja, ich brauche nur, dass du mir das hier abstellen willst, dass ich das fahren darf, Ja, ne? genau, wollte ich gerade sagen. Moment, du musst erst mal hinspringen. Zum Warte. Flow. Landhof Letzers war das. Jawohl, ja. So, im Okay. Moment, ich habe den Stempel schnell drauf. Genau, mach da mal, Abgestempelt. leg da mal gleich den Fuchsbach auf den Tisch. Vielleicht kommt er ja bald vom Malle zurück. Ach, der Dödel. Ja, alter Schlawiner, also echt, ich hab den noch nicht einmal arbeiten sehen. Sag mal, wie hat denn der eine geheißen? Ach, der Miamorsch, genau. Ja, mir morgen, ja, das muss doch, das muss doch, oder? Der hat vielleicht geschimpft über dich, du. Ich hab gehört, es soll ein neuer kommen, Ja. ne? Ganz sicher. Was für ein Wie neuer? Fred Dünsch. Der Dünsch. Herr Dünsch, ja. Ach Gott, ja, da bin ich mal gespannt. Ja gut, bei Bin ich mir auch, also. mit dem Riesenumbau hat sich ja eh erledigt. Den Großumbau, es wird nur ein kleiner Umbau jetzt. Das Haus ist Ja, nee, weil weggenehmigt worden der schon. Fuchsbach will ja in Rente gehen. Naja, Seine ich habe schon, Familie ist haben wir ja jetzt letztes Mal ja schon gehört. Mitte 13. Ich weiß nicht, ob der schon in Rente ist, Ich glaube, der hat sich auf, aber ja, ich glaub, der hat sich da auf Malle was gefunden. ja. Ja. Er macht ja eine Bierbude auf oder so. Ja, also bin ich mal gespannt Nee, auf den aber. Dünsch, aber das, der müsste da vielleicht mal kommen, wenn alle da sind, weißt? Ja. Der Ah, Dünsch. der ist ja eh noch nicht da. Der kommt aus so. Ist ja jetzt keine Ahnung. Irgendeine ärmere Land. Also wohl ganz kompetent sein. Schauen wir mal. Die vom Amt waren schon immer nicht so kompetent, weißt du sie? Ja, deswegen hoffe ich mal, dass der da mit seiner jungen Intelligenz da mal ordentlich umgeht. Vor allem dieser komische Fuchsbach. Ah, der Fuchsbach ist ein richtig komischer gewesen. Hat der letztes Mal dumm daher geredet, ey. Der ist ganz komisch. Mensch, da waren wir bei dir vorne, weil wir gerade aufgefüllt haben. Hat der eine Scheiße erzählt, ey. Und vor allem hat er dann gesagt, ja, der Lenny soll sich mal wieder blicken lassen, der alte Verbrecher. Da haben wir gesagt, ja, der größte Verbrecher sind ja Sie. Netter Lenny. Da bin ich ja froh, dass der in Rente geht, ne? Ja, bin ich auch mal froh. Sag mal, Da was ist denn jetzt brauchen hier wir ja hier los da nicht. mit seinem? 11.000 Liter, da müsste eigentlich noch was nachkommen. Ja, kommt schon. Ich stelle schon gerade raus, das ist gut. Ach nee, in den Flaschen ist auch nichts mehr drin, ey. Achso, wo muss ich jetzt hin? Du bring erstmal einen Zucker zur Bäckerei. Wenn die Bäckerei voll ist. Wo Zucker? Wo, wie war, wo? Zuckerfabrik. Ach, da unten. Ah, okay. Ja, und wenn das dann, dann Okay. bringst du es erstmal bitte zur Bäckerei. Warte mal, ich guck mal, der hat das. Ja, die ist fast voll. Ich würde es gleich verkaufen. Für ihn. Also die App Okay. sagt mir, das Ding ist fast voll. Und ich werde jetzt, also das muss ich auch mal gucken, hat der Mehl? Mehl? Na, ich kann da ja mal hinfahren. Ich kann da ja mal eine Dings Genau, von schaust mitnehmen, mal, ne? was reinkommt, was noch reingeht und das andere den Rest. Fast halt dann.
zum Verkauf, was es am meisten gibt, damit ihr auch mal ein bisschen zu Geld kommt. Mensch, aber dein Fahrzeughandel sehe ich hier über die Dings-App, den geht's ja saugut, ey. 20 Millionen, Ja, ey. mir geht's gut. Ich habe ordentlich ausgesorgt. Ja, aber die Stadt hier, 24 Millionen, wow, die haben Kredit, würde ich. Aber du, auf Oh. Forstbetrieb läuft aber auch gut, ey. Ja, 12 ja. Mille. Da habe ich warum auch immer keine Abgaben. Ich weiß nicht. Ich sagte aber auch nichts. Die haben mir irgendwie schon seit Monaten nichts abgebucht. Keine Ja. Steuern. Ich weiß nicht, was die da machen. Aber ich sag nichts. Ah, warte mal, die Ich kommen halte schon noch. den Mund still. Warte mal, die kommen schon noch. Hoffe ich doch. Die kommen schon noch, die Glaube ich Steuern. nicht. Wahrscheinlich, wenn Herr Dünsch da ist. Ja, spätestens da werden die Steuern kommen. Oh, es war knapp. Brrr, knapp vorbeigesaust. Warum will er Was das denn? denn nicht aufladen? Du musst erst auf L1 und X drücken, um das Ding zum Ja, ich Autoload weiß, starten. ich bin ja schon im Modus drin, aber da will er trotzdem nicht. Moment, ich guck mal nochmal. Nee, müsste eigentlich gehen. Das Was müsste will er eigentlich denn klappen. hacken? Ich wollte mal was anderes machen. Mir ist der Sound zu laut. Ich weiß nicht, ob es im Stream auch so rüberkommt, aber hier, der Sound ist einfach gerade viel zu krass von den Fahrzeugen. Ja, das will Fahrzeuge. nicht rein. Lautstärke, Fahrzeuge. Ich muss noch ein bisschen runterschrauben. Verstehe ich jetzt nicht. Ich komme noch mal runter und schau was an. Das hilft eh nicht jetzt gerade. Ich komme dann eh gleich runter, weil ich nehme gleich seinen LKW schnell her. Ah, jetzt. Geil, geht. Ja. Jetzt geht's ja. Du musst aufmachen, Nee, oder? Die ich geh. Plane aufmachen. Ah ja. Nee, ich muss die Paletten hier einmal anlegen. Die ist auch gut. Warte mal. Aber die Folie, ich glaube die Folie einmal. Ja. Ich glaube, wir müssen dann bei mir nochmal, glaube ich, Honig oder was nachschauen. Kommt Brrr, ihr nicht in? langsam, nicht vorbeisausen. Wäre hier an der Bäckerei vorbeigefahren. Ah, die hat Ach, aber die auch einen ist jetzt geilen nur Truck, ey. unten bei mir habe ich jetzt. Bei mir jetzt bei meiner kleinen Reihe Ah, der Sound ist schon extrem laut. Ey. Ich kann nichts machen, ich habe schon runtergeschraubt. Der Sound ist extrem laut. Von dem Ding. Oh, keine freie Kapazität mehr für Bretter. Ich glaub, du hast ein Ja, Problem. ja. Ja, bei mir ist ran voll die Bude. Gefällt mir gar nicht, aber was soll ich machen, ne? Verkauf's halt. Ja, ich bin schon weggefahren mit dem LKW und so. Das ist so umständlich. So, jetzt haben wir keine freie Kapazität mehr für Mail. Das nächste Problem. Also Mail, Mail, Also Mail. da haben die aber jetzt mal Real Talk, da haben die ja schon wieder Scheiße gebaut. Absolute Scheiße, absolute. Mehlbäckerei 890, 915, 928 Fastfood-Restaurant. Da Also fahren ich wir kann mir hin. vorstellen, dass wenn man alleine ist, dann läuft er wahrscheinlich besser, aber nicht mit mehreren Mann und so. Nein, auch ich auf der Testmap habe auch Probleme. Oh, okay. Nicht un also finde ich unverständlich, finde ich ehrlich. Kann Aber ich ich zeige dir verstehen. später mal noch was Aktuelles. Wir produzieren jetzt selbst unseren Dünger. Ui.
Und Saatgut, was meinst du, was ich an Saatgut drin habe? 60.000 Liter Saatgut, selbst produziert, bin stolz drauf. Da kann man ja dann der Flo, wenn er Saatgut braucht, bei mir abkaufen. Und das ist aber reinstes Bio, gell? Reinstes Bio. Das ist ein feines. Ja, der LKW ist fast voll. Das ist aber ein feines. Wo bist denn du? Bei der Zuckerfabrik. Ja, da komme ich jetzt auch abgegeben, oder? Ich habe gerade beim Ding abgegeben, ja. Ja, das habe ich gespürt. Weil die Bäckerei ist voll. Da wird jetzt auch rausgeschoben. Aber es hilft nicht, wir müssen was machen, weil sonst können wir nichts mehr nachproduzieren. Ich bin voll. Auf die Seite gehen. Oh Gott. auf dich habe ich ja gerade gar nicht geachtet. Oh Gott. Ich bin extra zur Seite gefahren. Da war gedacht, nee, ich fahre mal auf die Seite. Du könntest da erstmal das zur Bäckerei hochfahren. Was da noch geht. Bin ich dabei, ja. Ich guck mal schnell in seine App, was die Produktion macht. Bäcker, Zuckerding. Ach, Zucker ist leer. Passt, ist in Ordnung. Ist leer? Oh Gott. Ja. Ich guck mal gleich, was am meisten für den Zucker gibt. Weil ich denke mal, du wirst da oben das ziemlich voll werden. Zucker. 9,2. Unmöglich, ja, ich habe jetzt 40.000 Liter Zucker hinten drin. Im Restaurant gibt es 964. Bei dir in deinem eigenen Restaurant, die geben am meisten Preis gerade. Oh, okay. Dann stelle ich den sein LKW wieder rauf. Das bekommen wir noch Ärger. Ja, der Reis, glaube ich, auch voll. Mit Fleischchen. Wenn das voll ist, dann fährst du zu deinem Restaurant. Bei der Pizzeria bei dir. Nee, ich meine jetzt die Brötchen, die haben auch nicht Brötchen gebacken, glaube ich. Nee. Moment. Moment. Bitte in der Leitung bleiben, ich gucke nach. Nee, Brot ist nur 889 Liter. Achso, ja gut, aber dann ist wahrscheinlich kleiner gestapelt. Ja, der Zucker ist fast voll. Ja, da passt es. Fast den Rest zu dir rüber. Ihr braucht ja auch Zucker für sämtliche Sachen. Ja, auf jeden Fall. Wow. Scheiß NPC. Keine Kapazität mehr für Zucker. Mensch. Was? Ja, dann musst du dir hinter. Hier bei San Giovanni. Der nimmt ja, noch ja an gerade. Oh, 1929 für 2000 Liter Zucker. Ich glaube, hier auch nur eine Palette rein.
So, dann stelle ich ihm sein LKW wieder rauf. Hast du das gesehen? Oh Gott, Martin! Haben wir da gerade Paletten getauscht? Haben wir dann? Ja, ja, sehr drüber und dann wieder zu dir rüber. Ja, nicht schlecht. Ach, Wahnsinn, du. Es nimmt wieder Fahrt auf. Bei uns. Es geht wieder voran. Muss so irgendwie weitergehen, weißt du? Wie schaut es denn jetzt bei dir oben aus? Ist alles leer? Wo jetzt? Bei dir? Ja. Da ist so gut wie alles. Die Möbelproduktion ist auch leer, ja? Die Möbelproduktion ist so gut wie leer. Passt, weil dann kann es wieder nachproduzieren. Ja, ja, die können jetzt ordentlich mal wieder ackern. So, dann stelle ich dem sein Ding wieder ab hier oben. Hüpf dann wieder auf mein Dings drüber. Ui, das muss ich mir noch schnell anschauen. Das muss ich mir noch schnell angucken. Ach Flo, das wird eine Freude für dich nächstes Mal, wenn du wieder da bist, dass du ein bisschen wieder mehr auf dem Konto hast. Ich sag mal nix. Ich sag mal nix. Der Zucker hat jetzt gut reingekommen. 37.504. Jawohl, Leute. Das läuft. So, dann gehe ich wieder mal auf mein Lohnunternehmen rüber. Lenny, du müsstest dann vielleicht mal, wenn es ist, bei mir mal kurz aushelfen, wenn es geht. Wobei? Ich muss noch die Sorghumhirse weghauen, wegernten. Könntest du dabei da mal schon mal ein Dings mieten? Einen Transportanhänger für die Pferde, dass wir die mal wegbringen, weil es hilft nicht. Ich kann allein nicht auf die Pferde und alles aufpassen. Ach, wenn nicht, lässt du da einen ankommen für die Pferde. Oder so. Ich kann allein nicht alles versorgen, es hilft nicht. Ach, ja, alles gut, ne? Hat ja auch jemand gesagt. Dadurch, dass jetzt der Mitarbeiter auch noch weg ist. Der eine, der wo da war. Schade, schade. Aber soviel ich weiß, hat er auch psychische Probleme momentan, weißt du? Oh, ja, das ist gut. Wow. Ui. Ich hätte jetzt bald meinen LKW versenkt. Oh Gott. Martin, was machst du denn schon wieder, Martin? Ja, ich weiß nicht, ich bin ja unter der Unterführung durchgefahren und war nicht so rosig gerade. Ach Mensch, Lenny, wenn du dann soweit bist, dann könntest du vielleicht mal dir erstmal ein Fahrzeug schnappen. Oder komm einfach mal zu mir am Hof. Da habe ich bestimmt ein Fahrzeug da. Weil ich muss dir noch was zeigen. Okay. Ein paar schöne neue Sachen. Ich weiß nicht, aber der bricht immer ein bisschen aus, der LKW. Der mag nicht so richtig. Er sagt immer, nö, ich breche aus. Aber zu viel Leistung oder was? Der hat ordentlich Power. Müssen wir dir das ein bisschen runterdrosseln? Nö, nichts weggedrosselt. Bleibt oben die Power. So, das Zeug ist auch leer. Der Honig ist noch da, der Honig. Da ist auch so viel da, das hau ich auch weg gleich. Gleich verkaufen das Zeug.
So, nee, dann lasse ich mal mein LKW hier stehen, oder? Hier ist ein schöner Parkplatz, da könnte der schön machen. Aber den Hühnereier haben wir nicht viel. Die Hühner produzieren auch nicht so viel jetzt momentan. So, dann lasse ich den erstmal hier stehen. So, was soll ich mir jetzt schnappen? Jetzt komm erstmal zu der Saugutproduktion runter, ich muss mal was zeigen. Also die haut durch wie Sau, gell? Also brutal. Guck dir das an, ey, Wahnsinn. Okay. Vier. Oh, pro 4 Sekunden 1 Liter. Oh. Redet ihr das aus? Wir haben jetzt schon 74.284 Liter drin. Ey. Brutal. Also. Ah, bestes Saugut, hey. Da kannst du was rausholen, da, ne? Bestes Saugut. Oh ja. Ja, gut. Ich geh mal nochmal ganz schnell bei dir im Haus pinkeln, ne? Ich habe mir, glaube ich, die Blase verkühlt. Ja, ich muss dann auch nochmal. Muss ich erstmal die Haben Pferde. Haben wir uns eine Toilette? Nee, geht nicht. Ich kümmere mich erstmal um die Pferde. Im Kreuzstrahl oder was? Ja, wo ist denn hier dein? Ach, hier ist dein. Ach ja. Ach Mensch, das ist ja ein schönes Badezimmer. Ach ja. Oh, sogar hier noch das Seni-Dingsbums hier, Mensch. Ach ja. Hier dein Desinfektionsspray. Das ist ja auch direkt perfekt. Es ist ein Deo, pass aber auf, dass das dir irgendwelche Allergiesachen aus. Oh Gott. Weil oh ich weiß nicht. Es kann Desinfektion. Ja, obwohl, man könnte auch sagen, das ist ein Ding, das ist das Dingspray, da kannst du auch recht haben. Okay, der Toilettenbrüllenspray. Toilettenbrüllenspray, ja. Ja gut, ich werde mal kurz wieder Funk ausschalten. Ne? Jo. So. So, ich werde das Ding mal dann wegreißen hier. Das hilft mir nichts, wenn ich allein bin. Das bringt mir gar nichts. Ach, die Dinger haben wir dann auch da. Ach du liebe Güte. So, was ist denn jetzt mit dem Zeugs hier? Da glaube ich, haben wir ein Problem. Da brauche ich einen Lenny. Dann auch. Da brauche ich dann einen Lenny. Und wir müssen ein bisschen umräumen. Das hilft nicht. Es ist so viel zum Tun. Heu, Stroh. Ach, Heu haben wir auch da. Gut, Silage haben wir da. Passt. Passt. Was ist denn hier drin? Kommt ein Silo. Ja, da haben wir Stroh auch eingelagert. Heu ist auch, das Weizen ist drin, Silage ist drin. Gras. Ja, jetzt machen wir alles, das kriegen wir alles. Das kriegen wir alles hin, Leute, jetzt kriegen wir alles hin. So, dann würde ich aber jetzt sagen, ich gehe auch mal noch mal kurz auf Toilette, beziehungsweise gehe ich zwischen die Büsche. Gehe mal kurz zwischen die Büsche, das muss dann eh weggehäckselt werden. Bin gleich wieder da.
So, jetzt. Lenny, hast du wieder da? Nee. Der ist noch nicht da. Den dauert es immer ein bisschen länger. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich muss mal gucken. Jetzt muss ich erstmal das Ding weg. Jetzt muss erstmal die Sorgung hier sehr runter. Wir sind ein bisschen spät dran. Und dann muss ich mal schauen, ob wir hier oben gleich das einlagern können. Der braucht aber lange. Jetzt haben wir ja alle Spray benutzen drin. So, jetzt wollen wir erstmal ordentlich einsprühen, ne, Martin? Ja, ja. Klar. So, den Anhänger wollten wir drin holen. Genau. Lenny, du hast deinen Häcksler noch oben, oder? Welchen Häcksler? Für die Baumstümpfe. Ja. Meinst du, könntest den mal hier runterfahren und unten mal probieren, ob diese Sträucher zum Häckseln sind? Ey, ey, stopp! Ey, lass auf! Oh, was ist das? Was ist das? Was ist hier passiert, du? Hier Fehler in der Technik oder was? Ja, gib mir gleich Fehler an der Technik, du. Ich hab dich schon gesehen da draußen. Du Fehler an der Technik, du. Da, welche Baumstümpfe meinst du denn? Unten, wo die Pferde waren. Da jetzt sind keine Baumstümpfe, aber so Sträucher, ob die weggehen. Warte, ich komme runter, ich komme runtergefahren. Ich glaube, das geht nicht, du. Sonst hast du ein Mäher oder so? Wo du Gras mähen kannst? Hä? Glaubst du, es geht weg? Oh Gott. Oh Gott, sind die hoch. Ach du Scheiße. Haben wir auch noch extra gebaut, weißt? Ja, ja. Und die. Das Zeug gehört auch noch eingelagert. Nee, es ist so viel zu tun und ich bin allein hier unten, weißt? Immer bin ich allein hier. Ja, sonst verschieb aber ein paar Sachen auf später. Hast du ja jetzt hier nicht so. Ja, das. Die Strohballen gehören noch eingelagert in die Lagersilos, beziehungsweise da muss ich eh noch umbauen. Also, das ist schon beantragt. Dass ich das Zeug oben rauf baue und hier unten, wo du gerade rumläufst, kommt die Kuhweide hin. Hm. Mit, ich muss mal eine Firma kommen lassen, ich glaube, das kann ich so nicht verkaufen. Weiß nicht, probier's mal aus, hol mal den Häcksler oben. Du hast doch einen Häcksler oben im Wald stehen. Hm. Oder ansonsten miete sie halt noch mal ein. Ja, kannst dann schön du mieten, ne? Also. Ja, dann miete halt ich ein. Mein Gott. Nee, alles gut. Ich hol das Ding jetzt erstmal runter. Brauchst noch nichts bieten. wo ist denn der Teil? Im Wald steht's oben. Hier oben noch einen Träger? Ja, da, nee. Ich hab keinen Träger, wo ich das Ding ranpacken kann. Oh Mensch. Ach, nimm mal von mir einen schnell drinnen. Ich stehen da zwei drinnen rum. Nimm dir schnell einen aus der Halle. Geht schon. So, ich muss jetzt erstmal hinter zu der Sorgumhülle, das hilft nicht. Die Hirse gehört vom Feld, das hier gehört noch aufgeräumt hier unten. Da vielleicht noch eine zweite Halle dran stellen lasse, vom Baum. Wo steht, achso, in der großen Halle, oder was? Ja, genau. Ah ja, hier, ja, dann nehmen wir mal einen Fix weg. Bei mir das Feld ist auch gleich weggekloppt, es dauert 5 Minuten, 10 Minuten ist das Feld weg. Ja. Laufen wir mal schnell durch. Ich laufe mal schnell bei dir kurz über den Hof drüber. Was machst du jetzt mit deinen Strohballen? Welche Strohballen? Fahrzeughandel Keller, bei dir stehen noch Strohballen vor dem Anhänger. Okay. Hm, weiß ich nicht. Wenn nicht, die kannst du sonst gern nehmen, so ist nicht. Katze, ja, kann ich machen. Dir gern vorbeibringen. Genau, die lagert es dann unten ins Silo ein.
Oder wenn ich hol sie jetzt selber ab, muss ich mal gucken. Jetzt schauen wir mal. Ja, erstmal zwischen die Büsche hier durch. Irgendwas werden wir schon finden. Ich musste dann noch. Ja so, ich wollte hier hinten noch was zeigen, wenn du kurz dann noch auf dem Weg bist, erinnere mich dann, ich musste noch was zeigen hier hinten bei den Dingslager, beim na? Meistens BGA. Okay. Jetzt hau ich erstmal schnell das Ding noch weg und wenn ich dann soweit bin, dann gebe ich dann nochmal Bescheid, vielleicht bist du dann schon soweit. Hm. Oh, das war der Fußgängerweg. Oh, 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 oh. Oh, 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 das gibt Schramm. Ja, ja, gut, ist ja eh der von Steve, ne? Also. Wird auch umgehen, das. Soll ich nochmal eine Delle rein? Nein, 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 nein. Nee, mach das nicht. Aber du kannst jetzt mal das Kennzeichen nee, ändern. Oh, Bremse. Was ist jetzt mit deinem XXL LKW, XXL Traktor da drüben? Der gehört auch mal irgendwann weiter. Keine Ahnung, vielleicht du nicht noch brauchst, ich nicht brauche oder so. Keine Ahnung. Ja, da kann man sich das Ding dann mal mieten oder so. Genau, für irgendwelche Shows oder so, ich weiß ja nicht. Ne? Hund, jetzt wenn es Kurve gibt, jetzt hast du es genau benannt. Der hat sich schon wieder genau benannt, der Hund. Aber der Junge sucht auch immer nur Stress, oder? Der sucht immer Stress. Geil. Ei, feinste Sorghumhirse. Das läuft da richtig bei uns. Ja, Mensch, ist das so wie? Ja. Richtig angenehm ist das. Richtig schöne Sorghumhirse. So schön rot. Oh ja. Na siehst du, ich hab da nachher eh ein bisschen noch. Ich mach mal ein bisschen. Ich hätte etwas Arbeit da. Da ich ja Gott, selbst nee, die Testfelder nach. Ich muss nachher noch zu einem wichtigen Meeting fliegen. Das ist ja in San Francisco. Da muss ich mal gucken. In San Francisco? So, so. Aha. Ja, ja. Ja, ich muss hier noch ein bisschen was machen, aber was die eigenen Felder können auch noch ein bisschen bestellt. Und dann machen wir halt vielleicht mache ich halt dann noch eine ganz besondere Folge, weißt du? Nennt sich so Baufolge. Ach, die Büsche gehen weg, Mensch, das ist ja schön. Gehen weg, ja, Gott sei Dank. Die möchte ich hier mal ordentlich weg, ne? Ja, mach das mal, mehr die mal weg, das Zeug. Mensch, geh weg hier, du. Hat doch eben mal auch geklappt. Wollt ihr mich verarschen oder was? Geht weg wie Butter? Nee, leider nicht. Das ist das Problem. Nee. Mach weg hier den Scheiß. Hau weg die Scheiße. Weg hier. Was ist das Problem, du? Mensch, was ist das Problem? Hau weg. Nee, jetzt geht das hier nicht mehr, du. Nö, das verstehe ich ja. Ich glaube, da komme ich nicht mit der Säge ran. Ich glaube, die sind zu tief verankert. Mari. Meinst du? Wer hat denn das gebaut hier? Ich? Wer hat denn die eingepflanzt? Also, was weiß ich? Du selber? Gärtner. Der Gärtner hat scheiß Arbeit geleistet. Denke ich mir. Die sind viel zu tief eingewurzelt. Da komme ich nicht ran mit der Säge. Kannst du nur versuchen, lass mal das Ding unten noch mal kurz stehen, ich probier's dann noch mal selbst noch schnell aus.
Ja, kannst du gerne machen, aber wie ich schon gesagt, also manche Büsche, die großen bekomme ich weg, aber die kleinen, die sind zu tief verwurzelt. Ah, ne, die ganz kleinen kriegst du nicht weg, das ist ja nur Deko. Ja, die, ja. Die großen sind alle weg, oder? Die mache ich gerade alle weg, ja. Die mache ich gerade alle fein weg. Leck, wir haben kriegen hier Hirse raus. Das Wahnsinn. Das gibt da dann schön Kohle, weißt du? Da musst du so denken, ja, ja. Da Kohle anbauen, wenn es am meisten gibt dafür. Da anbauen, wenn es am meisten Kohle gibt dafür, weißt du? Dann auch dann, dass so erntereif wird. Dann sagst du, ja, hier, das rentiert sich jetzt. Hau weg, den Zeugs. Beim nächsten Mal lässt mich das hier machen, ne? Also das ist ja grauenhaft, was der Gärtner hier gemacht hat. Du. Ja, ich, das muss ich jetzt mal hier ehrlich so sagen. Du. Schnell hingesetzt. Ja, das ist wirklich schnell. Die Wurzeln nicht ordentlich eingegraben hier und ach ne. Und pass mal auf, ein bisschen links davon, wo der Weg zu Ende ist, ums Eck. Da liegen zwei Felsen drin, die habe ich mir extra hinliefern lassen. Nicht, dass du da reinfährst in die Felsen. Ja. Mensch, Gras sollte ich noch mähen. Ich sage ja, Arbeit wäre genug da. Gras sollte ich noch mähen für das BGA. Also beziehungsweise für den Fermenter und dann für BGA. BGA liegt schon wieder still. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Aber unbedingt, bevor es zu den Meeting gehst oder fliegst, musst du noch was anschauen. Bei der BGA. Ja, klar, das mache ich. Zwei neue Sachen. Das eine habe ich mir über die App geholt, das hat er aber verbauen lassen. Ja, alles gut, dafür ist die App ja da. Ne? Jo. So, die Büsche sind eigentlich alle ganz gut weg. Mhm. Na, hier habe ich jetzt noch zwei, die meine mal fix weg. Ja, die ist weg. Jo, weil dann kommt nämlich dann später mal das Bauamt und schnippt man gleich den Kuhstall auf. So. Den großen. Jo. Mit dem Futter, oder? Ja, die großen sind weg. Jo. Ja, an den anderen komme ich nicht ran, da ist die Wurzel zu tief. Ja, es passiert mal. Dass die Wurzel zu tief ist. Ja, ja. Na, halt für die Säge, ne? So an sich gut, aber halt für die Säge ist die Wurzel zu tief. Da kannst du per Hand rausruppen. Naja, das buddel ich dann schon aus. Einen großen Parkplatz habe ich auch schon wegmachen lassen da unten, aus Dixie. Den XXL-Parkplatz. Und den lass ich dann woanders hin machen. Kann da oben hin. Und dann vielleicht gerade nicht so groß, sondern nur für Auto oder so, weißt. Wenn mal jemand kommt zum Vorstellen. Das reicht ja auch. Moin Marien. Guten Tag. Ach so, hast du so eine Stumpenfräse schnell ausgeliehen? Nee, ich stell die einfach hier unten ab. Den nehme ich irgendwann nochmal mit hoch. Du hast den großen, oh, du weißt da oben den großen. Die Spritpreise, ne? Ja, die explodieren. Du hast doch oben den großen Stumpenfräser. Ach nee, das große der Ding. Groß gewesen. Ja, da wäre das ratzfatz gegangen. Zack, 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 weg. Ja, der wäre ein bisschen zu groß gewesen, leider. Weil der hatte diesen Greifmechanismus, weißt du? Ganz, ganz komisch, ganz so große Stämme. Aber ja, gut. Da hat er jetzt auch geklappt. Ja, aber willst du mir zeigen, Martin? Wo soll ich hinfahren? Fahr mal zur BGA hinter. Ich komm schnell mit. Oder sonst mach ich da mal kurz einen Sprinter. Den Träger lasse ich dir hier stehen am Shop. Ne? Kannst du gleich mal ein Schild ändern und so. Genau, muss ich auch noch machen. Musst du einfach bei Claudia vorne mal kurz anmelden. Ja. Und dann meld du mal kurz an, dass ich das dann auch gleich mache. Ja, ich sag dir gleich nochmal Bescheid, bevor ich fliege. So, Lenny, bleib mal schnell hinter der Mauer, ich zeig dir was Schönes Neues. Hast du bestimmt noch gar nicht gesehen. Nee. Ui, was ist das für eine Schaufel? Ui. Die kenne ich ja noch gar nicht. Die ist bei mir im Katalog drin.
Das ist drin, ja, das ist jetzt aktuell. Du bist auch nicht mehr auf dem neuesten Stand momentan. Feini, 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 Setz dich feini, mal rein, feini. der hat gar kein Lenkrad mehr. Büh, der hat Guck gar mal kein rein. Lenkrad mehr. Nein, der hat kein Lenkrad mehr. Das sind die neuen. Ach so. Ah ja, nee, ja, das ist Mit schön. Ja, das gefällt mir auch Joystick, gut. weißt du? Alles mit Joystick steuerbar. Und auch zum Lenken, geil. Einfach nur geil. Ja, das Die ist ein geiles Ding, ja. getönten Scheiben, musst du auch mal angucken. Top, oder? Ja. Blendet die Ja, Sonne richtig nicht geil, der so? Teil. Ja, gibt's noch einen Richtig geil, größeren, ja. der schaut aus wie so ein Volvo. Der größere. Da bringst du noch mehr rein in die Schaufel, aber der reicht doch fürs Erste. Ja, der ist hübsch. Ja, auch die Tür geht auf und zu beim Ein- und Aussteigen. Cool. Cooles Dinge. Ja, das ist ein schönes Ding. Jo. Siehst du, hier wäre mein Tieflader gewesen. Jetzt nur hinterfahren brauche und den Tieflader schnell holen. Ich weiß, ich habe einen. Weswegen denn überhaupt? Weil mal was zum Transportieren ist, wie der Unfall war da auch. Achso, Malte. nee, ich glaube, ich habe ja auch noch einen. Kann sein. Ach, hier meine Einzelkorn steht auch ewig rum. Das kann man sich normalerweise auch mieten, wenn es wirklich wäre. Ich sage ja, ich habe so viel Zeugs rumstehen, was man nicht braucht. Oh Mann. Brutal. Brutal, sag ich dir. Nur brutal. Ja. So, dann fahre ich gleich mal küffig fix vor. Ach guck, du hast ja auch noch zwei Sakko-Paletten stehen. Von wem sind denn Ich die? hätte gerade mal irgendjemand bestellt, aber nicht abgeholt. Warte mal, da ist bestimmt ein Zettel dran. Nee, das bist du selber. Hier ist ja dein Zettel dran. Mein du. Ja klar, weil ich das ja gekauft habe. Ist ja Ja. nicht für wen das ist, leider. Ach, was mach denn ich? Ich muss doch hier in den Trick reinfahren, Mensch. Aber wenn nicht, kannst du das auch mitnehmen. Falls du das brauchst. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt dann zusehen, dass wir mal neue Lackierung. 64.000 ist abzuhören, anschaffen. Oh Gott, was er. Oh Gott. Komm, gönnt. Komm, gönnt ihr. Ist egal. Konfigurieren. Zieh durch. 1050, das ändert man noch um. Warte mal, warte mal. Hoffentlich passt das alles rein, wie ich will. Wo ist denn das K? Bin ich jetzt blöd da? Passt rein. Wunderbar. So, das wird auch noch auf grün geändert. Nein, bin ich blöd. Nee, das hätte ich gemeint. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Was los? Was hast du gemacht? Oh, ich meine, ich hätte mir 1050er verkauft. Oh Gott. Guck mal, was ich jetzt hingeschrieben habe. Hin produzieren lassen. Ecker Oh, Lohnunternehmen. warte. Geht doch, oder? Passt. Ui. Ecker Jo. Lohnunternehmen. Ja, Na das ist dann, schön. fahr ich mal hinter. Ja, Leute, aber das war's dann erstmal schon wieder für den heutigen Folge von Farmers Tagebuch. Ja, ihr seht, es läuft auch zu zweit mal. Lenny, du musst da los dann, oder? Hast gesagt, zum Ja, leider, ja. Ich Termin. habe ja wichtigen Geschäftstermin noch. Jo, mein muss laufen, gell? Na gut, dann Ja, dir einen muss ja auch schönen Termin meine und Bräuche verdienen. ja Na gut, die anderen dann. Leute einen schönen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und tja, wie die, die im Stream zuschauen, bitte dranbleiben, geht sofort weiter. Bis demnächst dann, tschüss und ciao.